Hallo, auf Glück ist eine Entscheidung, der Kanal, der genauso heißt wie mein Buch. Glück ist eine Entscheidung. Ja, und ich unterhalte mich hier sehr gerne mit Menschen, die etwas zu sagen haben, was andere Menschen weiterbringt. Und da habe ich glücklicherweise wieder jemanden gefunden, und das ist der liebe Alexandra. Hallo, sei gegrüßt. Ja, ich grüße dich, Jens. Vielen Dank für die Einladung und ja, unser charmantes und interessantes Vorgespräch. Ja, das war sehr, sehr schön. Ich möchte dir jetzt meine traditionelle Frage stellen, die ich gerne stelle. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Menschen, die grundsätzliche Natur glücklich sind, und zwischen Menschen, die es eben nicht sind? Was haben die einen, was die anderen nicht haben, oder was unterlassen die einen, was die anderen nicht unterlassen? Das ist ein sehr komplexes Thema. Also, was mit Sicherheit aus vielen Programmteilen aus der Kindheit gewachsen ist. Und letztendlich sind wir Nachahmer, ne? Wir ahmen nach, wie wir sozusagen aufgewachsen sind. Wenn ich mich in eine andere Familie reintue oder in irgendeine Blackbox, wo irgendetwas passiert, dann glaube ich, dass dieser Kugelschreiber ein Taschenrechner ist, ne? Weil man mir das so erzählt. Und wenn ich sehe, wie Vater und Mutter miteinander umgehen und wie sie mit mir reden und wie ich das empfange, da bilden sich die ersten Programmteile, wie ich meine Selbstwahrnehmung gestalte. Und wenn ich eine Selbstwahrnehmung habe, die sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin zu blöd oder ich kann das nicht, ne? Weil wir kommen ja auf die Welt als Superheroes, ne? Bis wir dann erkennen durch das Ich bin, aha, meins, deins, durch die Spaltung, ja, dass dann wir wohl merken, oh, hier sind wir irgendwie verkehrt. So, und die wenigsten, so ist es mein Gefühl, kommen ja auf die Welt, sind willkommen. Möglicherweise noch ganz am Anfang, auch nicht mehr immer, und werden dann gefördert in dem, was sie sind, also ihre Talente. Und du sagst, nein, das kannst du nicht, das geht nicht, lass das sein, da bist du noch zu klein. Und dann kommen wir zu einer Selbstwahrnehmung, die sich rauskristallisiert in der Schule, in der Jugend, im Erwachsenensein, wo wir sagen, oh, ich bin zu blöd, ich brauche noch ein Zertifikat, ich brauche noch eine Weiterbildung, ich brauche noch das, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Ne? So, und wenn das Fass keinen Boden hat, ich bin nicht gut genug, dann kann keine Entscheidung stattfinden, ich bin glücklich oder zum Glücklichsein, weil mir ja immer was fehlt, um dorthin zu kommen. Und das ganze System ist so aufgebaut, weil wir auch selbst das System sind, dass wir das System dazu bringen, dass wir nie gut genug sind. Also die Karotte, die wir uns selbst vor die Nase hängen. Wobei wir ja schon heil auf die Welt kommen, weil wir ja nie nicht heil und nie nicht gut sein können. Wir wissen doch nicht mal, dass wir nicht gut sein können. Und wir wissen auch nicht, dass wir gut sind, weil wir das sind, was wir sind. Die Also wir Bewertung sind das. kommt ja erst später durch das Gelernte, ne? Genau, wir haben überhaupt keine Ahnung vom Nicht-Gutsein in dem Sinne. Ja. Und ob wir, jetzt komme ich auf dein Buch, Glück ist eine Entscheidung, hast du geschrieben. Ich gehe jetzt so weit zu sagen, nein, Glück ist keine Entscheidung. Und zwar aus dem Sinn, weil wenn ich keine Möglichkeit habe zu entscheiden und sage ich mal, meine Teamspieler in drin nicht kenne, die entscheiden könnten, und ich Gegenspieler habe, die mir was vorgaukeln, und sagen, nee, du kannst dich nicht entscheiden, dann weiß ich gar nicht, dass ich überhaupt die Entscheidung habe, also als machtvolles Instrument. Das heißt, ich müsste erstmal meine inneren Teamspieler kennenlernen und müsste dann noch die kennenlernen, die ich noch nie gekannt habe, die auch mitspielen. Und wenn ich die so weit in ihren Facetten, in ihren Emotionen und Gefühlen etwas kennengelernt habe, dann könnte ich sagen, okay, du bist der, die bist der, da, die kriegen möglicherweise neue Positionen oder ich verändere sie, wie auch immer, oder ich nehme sie an. Und dann komme ich irgendwann hin zu sagen, ah ja, ich könnte mich eventuell anders entscheiden. Aber letztendlich, der Mensch steht morgens auf. Da ist ja keiner, der sagt, oh, ich stehe morgens auf, jetzt werde ich mal gucken, was ich mache. Sondern da ist ja ein Automatismus, der schon läuft. Oh, Wecker aus, boah, ich muss los. Küche, Kaffee.
Also ist ja keine, ah, gehe ich jetzt in die Küche, trinke ich jetzt einen Kaffee, sondern hier laufen ja Automatismen. Und das heißt, erst wenn ich diese Automatismen kenne, dann habe ich möglicherweise eine Chance, mich wissentlich zu entscheiden. Das ist richtig und deswegen funktioniert es ja doch, weil du hast natürlich recht, nicht im ersten Step, sondern es braucht etwas zuvor, und zwar das Bewusstsein dessen. Und danach kann ich die Entscheidung ja auch treffen. Ne? Es ist vielleicht so, dass ich die Situation vielleicht durch meine Gewohnheiten oder wie sie gerade sind, nicht verändern kann. Es ist so, wie es ist erstmal. Aber im zweiten Step, die Herangehensweise, dafür kann ich mich entscheiden, dass ich das irgendwie anders mache. Deswegen funktioniert natürlich doch mein Buch. Ja, und ich denke auch mal, so steht es in deinem Buch drin. Auf ich jeden hab's nicht Fall. Gelesen. Davon gehe ich mal aus. Ja, ja. Jetzt hast du das eben sehr, sehr schön erklärt, warum das so ist, dass wir halt so funktionieren. Kann man denn das Glücklichsein in dem Sinne, kann man denn irgendwas in diese Richtung erlernen oder sind wir vielleicht von unseren, wie sagt man, Strukturen oder auch DNS so, wenn wir mal negativ sind, dass wir es halt nicht verändern können? Oder können wir das erlernen, glücklich zu sein? Ich rede immer vom Glücklichsein natürlich. Also im Erkennen der Dinge können wir alles erlernen. Okay. Also ja, es gibt ja zweierlei. Also uns sind einmal Talente mitgegeben worden. Ja, also ich könnte jetzt versuchen, Geige zu spielen. Ja, könnte ich erlernen. Aber wenn das nicht mein Talent ist, dann sollte ich es lieber weglassen und gucken, wo mein Talent ist. Ja. Aber wir haben mit Sicherheit alle die Fähigkeit bekommen zu erkennen, dass das möglicherweise die Handlung nicht gut ist. Möglicherweise werden wir die Handlung aber des Öfteren fortsetzen, weil da irgendwo ein Benefit hinter versteckt ist. Und dann ist der Lerneffekt etwas schwieriger. Ja, also wenn Thema Süchte sehr weit verbreitet, ja, ich habe auch eine Menge Alkohol in meinem Leben getrunken, ja. So, wenn ich also eine Sucht habe, habe aber davon einen Benefit, ja, oder ich habe eine Kaufsucht, ich sage, boah, ich habe jetzt eine neue Tasse gekauft, ja, guck mal, ich habe eine Tassensammlung, ne? Dann wird die Sucht ja immer wieder bedient durch das Glücklichsein hier. Nicht durch das Glücklichsein, was du meinst, sondern durch das Glücklichsein fühlen. Aber dieses Glücklichsein fühlen ist dann wirklich auch nur ein kurzer Moment, wo ich sage, oh, ich musste mir noch mal was im Internet bestellen, weil die Tasse fehlt mir noch oder die Briefmarke. Und dann bin ich wieder glücklich, ja? Vielleicht für 24 Stunden, vielleicht auch für 48. Aber dann braucht sie neue Aktion. Und wir können auch lernen, wenn dieser Mechanismus erkannt wird, wer will da kaufen, welcher Teamspieler, ne? Wer wird sozusagen dadurch befriedigt. Dann kommen wir in das, was du sagst, glücklich sein. Denn glücklich sein hat keine Bedingung. Ja. Da muss niemand etwas für tun, noch nicht mal ich, um glücklich zu sein, weil es ist einfach. Ja, und es hat vielleicht auch was mit der Betrachtungsweise zu tun, so wie ich auch erkannt habe, wie man etwas betrachtet, mit welcher Bewertung einfach oder vielleicht mit keiner Bewertung. Ja, das ist sozusagen das bedingungslose Sein. Ich kenne keinen, der bedingungsloses Sein ausübt. Zu 100% kenne ich auch keinen. Na, das sind wir uns ja mal wieder einig. Ja, weil letztendlich, wir haben keine Macht. Also ich würde sagen, dass 99% der Aktivitäten, naja, niemanden erschrecken, dann eben 95, aber eher 99 plus, automatisch läuft. Also das läuft, wir nehmen tausende von Dingen gleichzeitig wahr, wovon einige ausgeblendet werden, aber das Ich will das ausblenden, geschieht nicht in mir, sondern das macht ein Programm. Und die Information dann wirklich herauszufiltern, also dafür müsste man diesen ganzen Prozess, der hier in Millisekunden abläuft, müsste man reingehen. Und das könnte man maximal machen. Ich nenne es Gedankenstopp. Übers Nichtdenken. Also aktiv das Denken ausschalten und damit auch das runterfahren, was im Hintergrund an Prozessorgeschwindigkeit bei uns läuft, die ganzen
Tausende von Programmteile bei uns rausholen und dann zu irgendwas zusammenpuzzeln, was wir aber nicht sehen, sondern was wir ja nur aus unserer Erfahrung, also das Gehirn gibt uns die Information, bevor wir eine echte Wahrnehmung davon haben. Das bedeutet, wenn ich diesen Kugelschreiber hier anschaue, ne, dann habe ich sofort, ja, bevor ich denken kann, habe ich alle Informationen, die ich über diesen Kugelschreiber brauche. Ich habe die Farbe, ich habe die Form, ich weiß, dass ich damit schreiben kann. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Chance, diesen Kugelschreiber als das zu sehen, was er nämlich wirklich ist, nämlich gar kein Kugelschreiber. Ja. Und mir darüber, über diesen komplett neue Gedanken und Gefühle zu machen, sagen, oh wow, 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 das ist ja wow, wow, ist ja irre. Ne? So, wie ein Kind, das das erste Mal so ein Ding in der Hand hat. So, das Kind hat die Möglichkeit, wenn die Eltern nicht sagen, hier ist ein Kugelschreiber, damit kannst du deine Rechenaufgaben machen. Wie sagte Rumi oder irgendjemand, wenn dir einer sagt, dass das ein Vogel ist, wirst du nie wieder einen Vogel sehen. Ja, genau. Ja, ja. So, das heißt, den ganzen Müll, ich nenne das mal so, den müssen wir eigentlich erstmal rausschmeißen, um überhaupt neu zu erkennen, wow, hier ist so eine Pflanze im Zimmer. Wie sieht denn die eigentlich aus? Habe ich die schon mal so angefasst? Habe ich die schon mal wahrgenommen? Habe ich die schon mal gerochen? Da kommen wir in unserer hektischen Zeit ja gar nicht mehr hin. Da haben wir gar keine Zeit zu. Ja. Alexander, lass mich damit bloß in Ruhe. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ja. Ja, und wenn der Kugelschreiber noch irgendwie mal nach dir geworfen wurde und du bist dadurch verletzt worden, dann ist der auch ganz bestimmt belegt noch mit irgendwas. Und dann hat er noch mehr Bedeutung, und zwar eine eher negative. Genau, der ist nämlich, ich schreibe auch gerne, ne? Aber ich spreche gerne. Aber der wäre früher, dieser Schreibtisch, der wäre mit Horror belegt. Ist er vielleicht ganz, ganz, ganz hinten immer noch, weil ich war Verweigerer von Kindergarten und Schule. Ich habe alles, was mit Schreibtisch, Schreiben, Rechnen, Hausaufgaben strikt abgelehnt. Das war nicht meins, war nicht meine Welt. Ne? Ja, jetzt hast du das so schön erzählt und auch schon sehr anschaulich alles erklärt. Wunderbar. Jetzt muss ich natürlich fragen, damit die anderen das auch wissen, was machst du denn so? Was machst du denn so? Und wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du machst? Privat, beruflich, geschäftlich. Beruflich. Ja. Das, was die wenigsten vermuten, ist, dass ich mal nicht sprechen konnte. Und das heißt nicht, dass ich hier nicht sprechen konnte, indem ich keine Sprache bilden konnte, sondern ich habe mich einfach nicht getraut, mit Menschen zu sprechen. An die Tafel zu gehen, früher in der Schule, war Horror. Ich hätte lieber gesagt, schick mich in Steinbruch oder ich will sterben. Und das hat bei mir auch einen großen Rückzug gemacht. Also bloß nicht in den Vordergrund kommen, bloß nicht irgendetwas machen. Und das hat ziemlich lange angedauert, also bis gut 20. Und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, ja, wie ist das System hier eigentlich aufgebaut? Ne? Ich hatte es schon kurz erwähnt, ich hatte Schicksal als Chance gelesen, wo ich 27 war. Mein erstes Buch, was ich eigenständig an die Hand genommen habe und versucht habe zu verstehen. Und das hat mir dann den Impuls gegeben, ich will diese Welt hier verstehen. Wie ist das alles? Warum werden die Menschen krank? Warum sind wir hier in diesem System? Warum ist das? Warum ist das? Warum ist das? Und wie kann ich das zu den Menschen bringen? Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich sozusagen selbst aus dieser, ich kann nicht vor Menschen sprechen, ich bin verklemmt bis zum Get-No, mich sozusagen selbst rausgecoacht habe. Und das habe ich dann irgendwann mit, als ich aus der Investmentbank in Frankfurt raus bin, Knallauffall, war, sage ich ja, das will ich zu den Menschen bringen. Und klar, ich habe es natürlich immer erst auch zu mir gebracht, dadurch. Ja. Und der Impuls oder das, wir hatten das gestern, das Ikigai, ja? Kennst du das, Ikigai? Das ist Japanisch. Was ist der Grund deines Aufstehens? Ne? Ja. Also warum stehst du auf? Ne? So die ganzen Marketing-Leute, ja, du stehst auf, weil du noch einen neuen Kunden haben willst heute und zwei. So, und ja, das ist mit Sicherheit auch schön, wenn jemand anruft, sagt, hey Alexander, ich habe hier mal eine Frage. Ne? Aber mein Grund des Aufstehens ist, ich möchte wissen, wie diese Welt hier funktioniert.
Und zwar wirklich, wirklich. Und nicht nur psychologisch, wissenschaftlich, sondern einfach verstehen, was treibt diesen Planeten hier an. So, und meine Aufgabe ist dadurch, ich arbeite als Emotionalcoach, Bewusstseinstrainer. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein Problem mit XY oder ich möchte das und das erfahren, ja, dann gehen wir da einfach rein und gucken, wo ist der Schmerzpunkt gesetzt worden. Das heißt, ich bleibe also immer gerne in diesem Leben. Ich bin nicht jemand, der sagt, ja, wir gehen mal nach Atlantis und gucken mal, was da war. Das können wir auch machen, ist wichtig. Aber erstmal den Triggerpunkt im jetzigen Leben zu finden. So, und da habe ich die Fähigkeit bekommen, sage ich mal, so wie Remote Viewer aus dem Russischen, wie man es kennt, vom Militär, die dann einfach irgendetwas über ihre Gedankenkraft aufspüren oder wo irgendetwas ist, dass ich Emotionen wahrnehmen kann. Also ich bin so ein Emotional Viewer in dem Sinne. Ja. Das heißt, ich kann in das Gesicht oder in den Menschen schauen und sagen, okay, ich sehe den, nicht den Charakter, sondern ich sehe das, ja, wie der Mensch so tickt, was so in ihm ist und wo der Schmerzpunkt liegt. Ja. Mhm. Ja, das ist eine Fähigkeit, ja, die ich auch niemandem erklären kann, wie es funktioniert, weil es ist da die Information. Mhm. Ja. Frag mich nicht, wie. Ne? Ja, und dann kann man das ja, also kann es dann verändern, ne? Also wenn man dann an den Punkt kommt, zumindest die Wahrnehmung alleine und die Erkenntnis daraus ist ja schon mal ein großer Zugewinn. Ne? Die Erkenntnis, dass im Prinzip sind die Menschen im Unfrieden, weil sie glauben, dass in der Kindheit irgendwas schiefgelaufen ist oder dass sie ungerecht behandelt worden sind. Und dabei ist es vollkommen egal, ob dir jemand ein Bonbon aus der Tüte weggenommen hat und du in ein Trauma gefallen bist oder ich weiß, das ist ein heißes Thema, besonders als ich das vor weit über 10 Jahren angesprochen worden bin, oder du hast ein Sexualthema. Es bedeutet nicht, dass ach, das war ja nur ein Bonbon. Das kann für das Kind so dramatisch sein, dass es das ganze Leben vollkommen verändert und blockiert. Wobei derjenige, der eine sexuelle Belästigung erfahren hat, in welcher Form auch immer, möglicherweise wesentlich anders damit umgeht und wesentlich weniger traumatisch. Das ist immer unsere Einstellung, wie ich das abspeichere. Ja. Ich kann nie sagen, ach, das war ja nur ein Bonbon, stell dich mal nicht so an. Mhm. Stell dich mal nicht so an. Damit wird das Kind schon mal vollkommen mit dem Bedürfnis auf gehört und anerkannt werden, vollkommen übergebügelt. Und je nachdem, wie die Einstellung ist, weil jeder ja komplett anders ist, kann es sein, dass was den einen als groß erscheint und boah, schlimm für den, der es erfahren hat, aber eventuell gar nicht, Klammer auf Klammer zu, so schlimm ist, weil die Verarbeitung eine ganz andere war. Also es ist ein komplexes Thema. Wenn wir dann noch überlegen, dass wir alle Sender und Empfänger sind und alle an der kosmischen Datenbank hängen, und ich mit meinem Gefühl die kosmische Datenbank speise und die kosmische Datenbank auf 8 Milliarden Menschen zurückgespiegelt wird. Zwar nur in eine Mühe von etwas, aber das ist der berühmte Flügelschlag, der irgendwann mal was zum Ausagieren bringt. Letztendlich haben wir alle den Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Ahnengeschichte erschaffen. Das war nicht irgendeiner, sondern das waren wir alle. Wir alle haben Corona erschaffen, wenn ich das sagen darf hier. Ja. So, und wir alle haben die Möglichkeit, den dritten Weltkrieg zu erschaffen, wie auch immer der stattfindet. Mhm. Oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, der Friede ist in mir. Also ich speise den kosmischen Computer, die kosmische Datenbank, den Algorithmus, den programmiere ich um. In meiner Welt, damit wird er aber auch in dem großen Algorithmus der kosmischen Datenbank umprogrammiert. Auch wenn es nur ein Mühe ist. Und deswegen sagen die Menschen, naja, was bin ich schon? Ne? Aber ich und du und du und du und du, da haben wir eine geballte Kraft. Also nicht im Sinne von gewaltig, sondern von machtvoller, schöpferischer Wirkung. Die haben wir sowieso immer, die schöpferische Wirkung. Entweder wir graben hier die schöpferische Wirkung oder wir graben hier. Ja. Wir können nie nicht schöpferisch sein. Jedes Sein und jeder Gedanke
ist schöpferisches Wirken. Ja. Ja, und das ist ja wie im Kleinen so im Großen auch. Und der Einzelne, der zu dir kommt mit seinen Anliegen, ist ja auch im Großen angebunden, macht da auch mit. Aber inwieweit sind das deinen Klienten denn am Anfang überhaupt bewusst, was passiert ist? Das ist, glaube ich, das Problem, dass uns das nicht bewusst ist, was du gerade erklärt hast, dass wir zum Beispiel miteinander den Dritten Weltkrieg in welcher Form auch immer zusammen konzipieren könnten. Aber es ist derjenige, der sein eigenes Problem jetzt hat, mit zum Beispiel mit dem Bonbon und deswegen irgendwie nicht weiterkommt im Leben und zu dir kommt, dem ist das ja nicht bewusst. Ne? Deswegen auch Bewusstseinstrainer. Ne? Ja, also es geht nicht immer um das ganze Große, obwohl es immer um das ganze Große geht, aber der kommt ja erstmal mit seinem Problem oder diejenige. Und da geht es natürlich nur darum, in dem seiner Welt die Dinge so darzustellen, dass hier das innere Kind oder der Teamspieler oder die Teamspieler die Dinge verstehen. Warum das passiert ist. Ich habe so, ich darf es mal sagen, hier, ohne Namen zu nennen, meine älteste Klientin war 72. Die hatte mir wirklich was. Da sind wir an ein Thema rangekommen, wo du sagst, oh, das geht wirklich tief, also wirklich tief traumatisch. Und ich habe dann sozusagen ihre Eltern gesehen und dargestellt, wie die das erlebt haben und warum, und in ihre Erziehungsphase nochmal reingegangen. Und dann wurde der Klientin innen bewusst, ah ja, klar, konnte dann sozusagen ist aus einer übergeordneten, also nicht aus der Kindebene, sondern aus der übergeordneten Sicht sehen und damit heilen. Ja, und möglicherweise auch damit, egal ob die Eltern jetzt noch leben oder nicht leben, weil hier Frieden ist, auch in die Eltern Frieden reinbringen. Ja, wir wollen ja immer an den anderen rumschrauben, ich müsste meine Eltern mal. So, aber wenn ich hier gedreht habe, ja, das bedeutet nicht unbedingt, dass dann die Eltern auch zu spirituellen whatever werden. Aber ich habe schon mal Frieden mit denen und damit ist eine Menge geschafft. Weil ich kann nirgendwo anders Frieden machen als in mir. Ja. Deswegen funktioniert die ganze Demo-Geschichte auch nicht, obwohl es auch nett ist und Teil des Spieles ist und wir auch diese Spieler brauchen, weil das deren Aufgabe ist, zu sagen, okay, ich gehe zur Demo, da, egal ob das eine Kriegsfriedensdemo ist oder Spaziergänge oder wie auch immer. Jeder hat ja hier seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht. Meine Aufgabe ist einfach, hier im Sein mich in den tieferen Frieden zu bringen. Immer, weil es hört ja nicht auf. Der Frieden hat immer noch mal eine tiefere Schicht, den wir erreichen können. So. Und die Demonstration bringen aus meiner Sicht, befeuern die mehr die Seite, die ich nicht haben will, bei den meisten. Also zieht immer an. Ja, man sagt ja immer so gerne, sei lieber für etwas statt gegen etwas, weil das, da wo die Aufmerksamkeit ist, ist ja auch die Energie. Wir kennen ja diesen Satz alle. Und das trifft ja dann auch wieder darauf hin. Ne? Das ist ja das, in Anführungsstrichen, das Problem dann. Wir machen es damit, wie du sagst, dann auch vielleicht sogar noch größer. Ne? Oder rüsten den anderen sogar auf. Ne? Damit, sag ich mal so, das stimmt schon, ja. Was sind denn so... Für das, wenn ich den Satz noch so gerne mit reinschieben darf, und um dann an das große Ganze zu kommen, ja, habe ich auch. Ich habe Menschen, die sagen, oh, ich brauche eine spirituelle Begleitung. Also das ist dann nochmal was anderes. Aber in der Regel brauche ich erstmal die Auflösung meines eigenen Konflikts in mir, um dann eine Stufe weiterzugehen und sagen, okay, wie kann ich den, also bewusst oder bewusster, den kosmischen Computer nochmal anders schalten? Ja, also ich glaube nicht, ich brauchte immer den ersten Schritt und dann den zweiten und dann die Sicht auf das große Ganze. Ja. Also die Sicht auf das große Ganze zu machen, ist nett, aber wenn hier das nicht klar ist, dann hat es wenig Bewegungskraft. Und das ist nochmal, kommt immer vom einen zum anderen, bewege ich was hier oder bewege ich was hier? Ja.
Und bewegen kann ich nur in dem Gefühl. Also, und das Gefühl ist oftmals nicht das Gefühl, was wir glauben, dass das Gefühl ist, weil das Gefühl noch mal eine Etage tiefer sitzt. Also wir sind da in der großen Selbsttäuschung alle auch mit drin. Und ich bin davon nicht ausgeschlossen, weil ich da auch mit drin bin. Unser Ego-Anteil ist ja auch immer da, ne? Und das, wir verlieren uns dann im Ego. Das hat ja auch Probleme. Und das ist vielleicht wird das, was du meinst mit dem einen, ne? Ja, ein großer Teil, also so in meinem ist zu erkennen, wie wurde das Ego von mir aufgebaut. Mhm. Und das muss auch so sein. Das Ego wird aufgebaut, durch was auch immer, durch wen auch immer und mit was. Und dann gibt es eine Zeit, wo das Ego abgebaut ist. Im Grunde genommen braucht es das Ego nicht, weil das Ego die Facette aller Puppenspieler ist. Und dahinter ist, behind the curtain ist dann sozusagen die Wahrheit, also dein wahres Sein. So, und das wahre Sein hat viel mehr Möglichkeiten, das Leben zu steuern, als die Puppenspieler. Ja. Ja. Aber das wissen wir ja leider gar nicht, weil in unserer normalen Gesellschaft mit unseren Systemen an Schule, Kindergarten, was für Fächer wir da drin haben. Wir werden ja nicht unterrichtet in, wie tickt der Mensch jetzt, ne? Also wirklich, wie ist der aufgeteilt oder so. Noch nicht. Wir arbeiten ja dran, dass das so ist, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, ja. Denke ich schon. Viele arbeiten dran. Also man merkt es ja, dass viele mit dem Schulsystem nicht mehr so zufrieden sind. Und aussprechen jetzt wegen des Algorithmus ist, bringt es die, also der Torvald Delevsen, der Rüdiger Dahlke hat ja Schicksal als Chance geschrieben. Ja. Entschuldigung. Und jetzt haben wir das C als Chance, weil es presst uns nochmal nochmal in den Gitter rein, wo wir sagen, okay, hier komme ich jetzt nicht durch. Ich muss hier irgendwas anderes in mir machen. Ja, so, deswegen haben wir hier eine große Chance, dass das so eine Art Erleuchtungsprozess ist, was uns hier geschenkt wird als Mensch. Ja. Wenn wir das als Geschenk sehen. Ja. Ja. Und jeder individuell, ne? Weil man sagt ja so, Krisen sind in Wirklichkeit immer nur Wahrnehmungskrisen. Also jeder individuell sieht die und jeder hat ja seine persönliche Angst in dem Bereich. Ne? Und deswegen kann man das auch nicht pauschalisieren, wie, was jetzt richtig oder falsch ist, weil es für jeden Einzelnen ist. Ne? Genau, weil bei dem einen ist es dran, das zu machen, weil das richtig ist für seinen Lebensweg und dann agiert sich in diesem oder im nächsten irgendwas aus und für den anderen ist was anderes dran, weil wir in verschiedenen Zeitqualitäten laufen, weil hier läuft eine andere Zeit ab, obwohl wir urzeitmäßig die gleiche Zeit scheinbar haben, aber ich denke, dass wir alle auf verschiedenen Wegen sind, also rein theoretisch, dass die Seelen sich nicht alle ad hoc auf den Weg gemacht haben, sondern die einen sind schon mal hier, die anderen sind da, aber jeder wird durch die gleiche Mühle gezogen. Aber der Zeitpunkt ist ein anderer. Also das Fleischstück oder die Gemüsestück, was ich in den Wolf rein tue, hat hier eine ganz andere Wahrnehmung, weil es noch rausguckt, als das, was hier gerade durch den Wolf gedreht wird oder das, was hinten rauskommt. Ja, und deswegen kann ich nicht sagen, ach, das ist besser als das, weil alle sind auf dem Weg. Gibt es eigentlich so bei den Menschen, die zu dir kommen, auch schon jetzt längere Zeit, im Moment haben wir natürlich ein großes Thema, aber es gab natürlich vorher auch schon Themen, waren das viele verschiedene Probleme oder kann man sagen, der Mensch hat eigentlich immer ähnliche Probleme, warum er nicht weiterkommt? Gibt es da so zwei, drei Dinge, warum die Leute häufig zu dir kommen oder sind das wirklich alles grundverschiedene Dinge? Also im Grunde genommen ist es alles ähnlich gestaffelt. Mhm. Ja, also Konflikte in der Partnerschaft oder auf dem Arbeitsplatz oder Krankheiten mit sich selbst, die ja alle die eine Ursache haben. Ja, also die eine Ursache, wo ich meine, dass wo zwischen dem zweiten und siebten Lebensjahr irgendwas passiert ist, was traumatisch in welcher Form auch immer abgepackt worden ist, und aufgrund dieser Traumatisierung wird sich dann eine Strategie entwickelt, die vollkommen individuell ist und myriadenfach verschieden sein kann,
wie ich in diesem Leben klarkomme. Und dann merkt der Mensch irgendwann, irgendwie komme ich hier nicht so mit klar. Ne? Wo liegt denn der Punkt? Und ich bin derjenige, wie tausend andere auch, die Menschen an diesen Punkt fühlen und sagen, hey, schau da mal rein, könnte das der Triggerpunkt sein für dich? Ne? Und könnte sein, dass du diesen Triggerpunkt, der dann auch mit Schuld belastet ist, loslässt, weil die Schuld ist frequenzmäßig das Niedrigste, was wir haben. Das heißt, über die Beladung der Schuld machen wir unsere hohe Frequenz, die wir sind, bringen wir unter 500, bringen wir unter 400, bringen wir ganz, ganz unten. Und dann fühlen wir uns wertlos oder schlecht. Oder bei dem Schuld muss ich mal ganz kurz noch zur Definition. Du meinst, dass wir uns schuldig fühlen, dieses Gefühl meinst du, ne? Genau, weil wir können ja nicht darum, ob der jetzt schuld ist oder nicht schuld ist, sondern es geht darum, dass wir uns schuldig fühlen, ne? Darum geht's. Wir fühlen uns schuldig, weil es gibt ja in dem Sinne keine Schuld. Ja, eben, ja. Die Schuld ist ja nur ein Konstrukt, was wir uns ausdenken, entweder um den anderen klein zu machen. Ja, du bist schuld. So, wenn ich sage, du bist schuld, dann drücke ich den anderen sofort nieder und mich. Ja. Aber das ist ja nur ein Konstrukt. Ja. Ich meine, in der Natur, wenn es die Menschen nicht geben würde, würde es keine Schuld geben. Genau. Wenn die Kirche nicht von Adam und Eva dann gesprochen hätte und mit dem Apfel und die Schuld und sozusagen, ne? Und das geht ja einfach durch. Das wird ja auch, das ist ja, die Schuld ist ja kein individuelles. Und die Schuld ist ja als Programm, als Feldprogramm da. Und wenn ich mein Schuldgefühl, was ich in mir habe, auflöse, dann habe ich sozusagen aus dem großen Rucksack einen Teil rausgenommen aus der kosmischen Datenbank. Das heißt, die Schuld wird kleiner. Zwar nur für den Mühe, aber wenn du es machst und du und du und du, dann kann es sein, dass das Schuldfeldprogramm so klein wird, dass es in sich zusammenfällt, weil es keine tragende Kraft mehr hat, weil keiner mehr da ist, der dieses Fundament unterstützt. Ja. Und dann sind wir beim Thema der Selbstverantwortung. Auch da kann ich immer wieder hier an die Hand. Ich habe gerade dran gedacht, das ist ja interessant. Ja, denn. Ja, wenn man das jetzt verstehen würde oder das Wort auch richtig verstehen würde, weil es wird ja gerne auch als Schuldersatz genommen, obwohl das ja damit nichts zu tun hat. Ne? Aber das ist in der Tat so, ja. Das Wort der Selbstverantwortung, wenn wir das einfach mal einbringen würden. Ja, also Selbstverantwortung, klar, wenn du sagst, ja, ich bin in der Selbstverantwortung. Welcher Teamspieler arbeitet da? Und zwar der Teamspieler in mir, der nicht will, dass ich mir die Selbstverantwortung angucke. Und deswegen sage ich, ja, Selbstverantwortung kenne ich. Bitte durchreichen, nicht weiter drüber nachdenken. Denn wenn ich weiter drüber nachdenke, ist derjenige, der das angenommen hat, erkannt. Und dann kann er eigentlich das nicht mehr durchreichen. Das heißt, also wenn ich nicht sage, ja, Selbstverantwortung kenne ich, sondern sage, aha, was bedeutet das Wort überhaupt? Verantwortung. Und was bedeutet selbst? Also ich selbst bin dafür verantwortlich. Und zwar für alles, was in meinem Leben ist. Und diese Selbstverantwortung, ja, ich glaube, dann kann man es mal innehalten. Ich selbst, Selbstverantwortung. Ich selbst habe das zu verantworten. Aber nicht in, du hast es zu verantworten als Schuld, ne? Wie du schon sagtest, sondern oh, ich selbst, das habe ich, ich war das. Ich habe mir diese Situation, ich habe, ja du doch nicht, kommt dann der nächste Zuschauer, hast du doch nicht, was glaubst denn du, wer du bist? Ne? So ja, aber ich bin der ich bin der Schöpfer, ganz, ganz hinten. Zwar nicht hinterm zweiten, hinterm dritten Vorhang, aber vielleicht hinterm zehnten Vorhang. Dann kommt das wahre Selbst raus und dann komme ich meiner Selbstverantwortung immer näher. Das ist mit Sicherheit kein Schnipp. Ne? Das ist wie so ein Blätterteig, der will aufgezogen werden, bis du in der letzten Schicht dann an deiner Erdbeere bist, die da im Blätterteig eingewuddelt ist. Und bedeutet also, das ist die Entwicklung zu sich. Also ich entwickle alles, damit ich an den Kern der Sache rankomme. Ne? Also an ich bin. Ne? Ja. Und das ist dann mein Selbst. Und dann bin ich auch in der Selbstverantwortung. Aber vorher bin ich nicht in der Selbstverantwortung, sondern nur in der scheinbaren Selbstverantwortung.
Und dann habe Weil ich das Ego ihr auch eine Art von Selbstverantwortung vorgaukelt. Und auch das Ego hat auch einen spirituellen Kern, der dir vorgaukelt, ah, du bist spirituell. Ja? Weil wenn du wirklich im Selbst bist, dann ist das Ego obsolet. Und es sagt, ich will aber so lange die erste Geige spielen. Ja. Und immer recht haben. Genau. Und immer recht haben. Und das ist die Erkenntnis mit dieser Selbstverantwortung, ist auch dem deswegen sehr wichtig, weil wenn wir das aus der Vergangenheit erkennen, dass wir selbstverantwortlich, da liegt übrigens auch das Wort Antwort, also selbst sich eine Antwort geben mit drin, das muss man auch noch beachten, dann weiß man nämlich auch, wenn ich es in der Vergangenheit selbst zu verantworten habe, dann kann ich auch selber mein Jetzt und meine Zukunft auch selber gestalten, weil auch dafür bin ich wieder selbstverantwortlich. Und das ist auch eine große Erkenntnis, zu erkennen, dass man das selbst in der Hand hat. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, wir wollen ja wieder die Namen nicht erwähnen, wo man eher das Gefühl hat, dass von außen diese Selbstverantwortung doch gerne mal abgenommen wird. Ne, das heißt, dass andere darüber entscheiden, wie es mir geht, wie meine Gesundheit ist und andere auch dafür sozusagen entscheiden, was dafür gut ist zu tun. Ne? Ist das jetzt gerade die Zeit ein Widerspruch oder warum ist das gerade so jetzt extrem? Was glaubst du? Ich springe nochmal auf das letzte Thema, komme dann aber sofort zurück. Umso mehr ich merke, dass ich selbstverantwortlich bin, umso mehr verändert sich auch meine innere Einstellung und meine innere Haltung. Genau. Und die Haltung ist sozusagen die Antwort dorthin, die dann wieder zurückgespiegelt wird. Und um die Frage, die du eben hattest, in meiner Wahrnehmung zu beantworten, ist, dass die Menschen Stück für Stück abgekoppelt worden sind von ihrem wahren Selbst. Sie sind entwurzelt worden über hier raus aus dem Land und da rein, hier zerbomben, da zerbomben. Wird alles gemischt. Wir bekommen sozusagen politisch über eine gewisse Richtung einen Einheitsbrei. Wir sind alle eins. Und wir sollen alle eins sein. Also spirituell gibt es einmal das Einssein, aber dann gibt es, wir machen alle platt. Wir machen alle platt, weil der eine ist so, der andere so, der andere so. Oder? Wir machen alle platt, dass sie alle gleich sind. Und durch die jahrhundertelange Vorkonditionierung und die Generationen, die das dann immer weitergetragen haben, kommen wir jetzt an einen Punkt, wo wir sagen, wer bin ich schon? Ne? Die werden das schon wissen. Das heißt also, hier ist kein Denker mehr drin. Bei den meisten, bei vielen, bei einigen, wie auch immer man das bezeichnen will, der sagt, ich denke mal selbst, bin ich jetzt krank? Wo ist der Virus? Kann ich den mal sehen? Oder wo ist die das? Wo ist das? Und dann gibt es einen Automatismus. Die Leute laufen dann so schon mit ihrer vorgezeigten App in den Laden, sag, ist da kein Denker mehr. Ne? So, und dann kommt sofort eine Reaktion, wo haben Sie Ihren, ich sag, also da ist kein Denker mehr. So, und wenn das ist aus meiner Sicht, aus den Generationen so auch angelernt. Also wir können einmal angelernt, unseren Verstand weniger zu brauchen, aber wir können jetzt auch bereit sein zu sagen, hey, hallo, was ist denn hier los? Ne? Ich bin ja ein Individuum und ich bin eins und ich werde ewig eins bleiben. Ich bin ein absolutes Unikat. Und ich möchte, dass alle Menschen Unikate bleiben. Und diese Unikate werden gleich gemacht. Und aus der Sache, die wo jetzt ist, ist meines Erachtens ist Unwissenheit drin. Also kein Wissen über das Wissen. Also wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Also wir haben vergessen, wer wir sind. Und dadurch glauben wir, dass wir der sind, die wir sind und sagen, okay, ich gehe jetzt hier mit meinem, ne, das ist jetzt kein Dingens, das ist nur so ein Symbol für, hier ist mein, ne, so. Ja. Ja, und ach so, ja, und gerne, wenn Sie mir hier noch so ein, wie bei den Tieren, so ein Dings dran klipsen wollen. Dann bin ich auch zu erkennen, genau.
Ja, nein, ist ja auch einfacher für mich, weil ich kann dann wieder bei McDonald's rein ohne vorher. Das ist nicht bös gemeint. Also hier tut, also aus meiner Sicht gibt es niemanden anzuklagen und sagen, ja, das sind die und die. Klar, da gibt es einige, die an den Schalthebeln sitzen, weil da eine Menge Geld ist und eine Menge Datenkabel, um Fernsehbilder zu übertragen. Das ist der ihren Vorteil. Aber wenn wir hier die Liebe, die Herzebene erkennen, so, und dafür ist das möglicherweise auch da. Dann haben wir eine wesentlich größere Kraft als die illusorische Angst, denn die Angst ist die Illusion. Die Liebe ist die Wahrheit. Und das ist alles so passiert, weil die Menschen von Generation zu Generation das Feld so gefüttert haben, dass sich hier das System so aufbauen konnte. Und weil viele natürlich auch Angst gehabt haben und sagen, naja, wir werden hier irgendwann wie Sklaven durch die Gegend laufen. So, und dann bewahrheitet sich das, was die Menschen geglaubt haben. Es geschehe nach deinem Glauben. Und der Glaube, also nicht der Glaube, ja, ich glaube, dass ich morgen den Job kriege oder so. Das ist kein Glaube. Wir sind, ich habe es gestern noch mal so, ist mir der Satz gekommen, der nicht von mir ist. Ja, ich bin jetzt auch kein Bibelfest oder religiös. Die Religion brauchen wir aus meiner Sicht nicht. Aber wir sind alle vom Glauben abgefallen. Vom Glauben an uns selbst und vom Wissen, dass wir coole, schöpferische Wesen sind. Ja, ich sage ja auch gerne, dass das Gegenteil von Angst ist ja nicht unbedingt Mut, sondern es ist eigentlich Selbstvertrauen, ne? Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und da ist, glaube ich, auch. Und diese Gleichschaltung, von der du eben gesprochen hast, ist halt auch sehr gut erzeugt worden, dadurch, dass wir auf Angst einfach reagieren. Wir verändern uns ja gerne durch Reize, wie wir wissen, ne? Entweder Schmerz oder Freude. Und in dem Fall ist halt Angst eher bei der Schmerze, beim Schmerzen zu betrachten. Und ja, und durch die Angst sind wir leicht oder viele Menschen halt leicht zu leiden und vor allem auch einfach zu leiden. Also im Prinzip muss man ja wirklich nur sagen, okay, Bilder von irgendwelchen Verstorbenen und plus ständige Wiederholung bestimmter Begrifflichkeiten langt ja schon, ne? Also das heißt, wir sind einfach, und da kommen wir wieder zur Selbstverantwortung, weil Selbstverantwortung ist, hat was mit dem Denken, Selbstdenken wieder zu tun. Und das Hinterfragen hat ja dann, hört dann total auf bei den meisten, ne? Durch die Angst, Motivation. Im Prinzip ist der Mensch komplett einfach gestrickt. Ja. Ist komplett einfach. So, also, aber das ist einfach so, weil sich das so aufgebaut hat, ne? So, und wir könnten auch einfach glücklich sein, ne? Einfach so, ne? Aber dafür müssten wir diese ganzen Module in uns erkennen, also die ganzen Vorgaukler, die ganzen Gaukler, die uns was vorgaukeln. Letztendlich haben wir uns selbst das vorgegaukelt und jetzt gaukelt das über alle, über die kosmische Datenbank, was sich in Systeme gaukeln, die uns auch was vor. Und wir glauben diesen Vorgauklern genauso wie wir unserer eigenen Vorgaukelung glauben. Und da braucht es einfach mutige Männer und Frauen oder mutige Männer und Weiber, die ja in dem anderen Ausdruck von Weib und Mann, die für sich einstehen und sagen, okay, meine Wahrheit ist eine andere. Deine kann gerne bleiben, aber meine ist eine andere. Ich lasse mir meine Wahrheit und ich lasse dir deine Wahrheit. Und ich glaube, dass wir über die Haltung auch unterm Radar sein können, also undercover. Und undercover arbeitet sich das besser als die große Glocke zu läuten und sagen, ja, ich weiß was und die und die und die und die. Also so eine Undercover-Strategie ohne Strategie, sondern einfach, weil es einfacher geht. Ja. Und es gibt was kein Gegenteil hat. Die Liebe hat kein Gegenteil, weil die Liebe einfach ist. Es gibt kein Gegenteil zur Liebe. So, und das andere haben wir uns vorgegaukelt. Angst, Sorge, Not. Und deswegen haben wir diese ganze Not erzeugt. Wir glauben, dass in Afrika nur hungernde Kinder sind. Aber schau mal in afrikanische Stämme oder irgendwelche andere Einrichtungen rein oder whatever. Da siehst du lachende, glückliche Kinder. So, aber
wir bekommen immer nur Programmschnipsel. Wir bekommen Schnipsel vom Zweiten Weltkrieg und das wird einfach durch. Wir bekommen Schnipsel über das und das geht durch die Sender. Wir bekommen hier einen Schnipsel, weil wir wissen nie, wo kommt der Schnipsel her. Und heute in der Digitalität kann ich jeden Schnipsel selbst erzeugen und dann bringe ich da noch einen Wuff, einen Bang und einen Kommentar dazu, wie du sagst es, und dann geht es 33 Mal durch die Sender. Und dann hast du hier einen, der ist einfach gestrickt, der sagt, ja, das ist die Wahrheit. Dann ist das die Realität, ja. Das ist die Realität. Ja. Ja, die Wahrheit. Also ich rede dann von der Wahrheit, die der in sich hat. Ja, klar. Ich bin mir sehr sicher, dass es behind eine grundsätzliche Wahrheit gibt. Also eine Wahrheit. Also hier in meinem berüchtigten Kugelschreiber. Die kennen wir jetzt schon alle, genau. Ja. Ist auch keine Werbung drauf. Also ja. Ich habe jetzt hier kein Underlore-Produkt hochgehalten. So, und da ist eine Wahrheit drin. In der Rose ist eine Wahrheit. Aber wir interpretieren irgendetwas rein und sagen, das ist die Wahrheit. Da habe ich eine Erinnerung. Aber die Rose ist die Rose und das ist die Wahrheit. Ja. Also das Energiefeld der Rose. Und da gibt es eine letztendliche Wahrheit. Mhm. Und die dürfen wir erkennen. Und nicht die Interpretation für die Wahrheit halten. Deswegen ist diese Begrifflichkeit Bewusstsein oder Bewusstseinserweiterung oder hier als Bewusstseinstrainer, du und ich unterwegs sind, darum geht es, glaube ich, vor allem, dass wir uns dessen bewusst sind, welche, vor allem diese verschiedenen Wahrnehmungen, wie sie zustande kommen. Ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch das Beispiel mit der Zitrone, wenn du eine blaue Brille aufsetzt, ne, dann habe ich gesagt, dann ist die Zitrone grün, dann ist das eine andere Realität vor den anderen. Und da hast du noch gesagt, dass... Ich habe gesagt, ja, wenn ich nicht wüsste, dass die Zitrone sauer ist und alle so gucken, genau, dann würde ich ein ganz anderes Verhältnis zur Zitrone haben, weil ich hier mein ganzes Konstrukt gedanklich wie auch emotional und auch von der Steuerung der biochemischen Prozesse anders trainiert hätte. Ja, und so entstehen ja unsere verschiedenen Wahrnehmungen, unsere verschiedenen Realitäten. Also eigentlich ist es ja ganz einfach, alles, was wir in der Projektion sehen, einfach mal wirklich zu hinterfragen. Ne? So ganz mal hier, von da und da zu schauen. Und dann müssten wir doch eigentlich auf andere Realitäten dann kommen und selber Antworten geben. Aber warum machen das Menschen nicht oder nicht zumindest nicht so viele Menschen? Was glaubst du, wollen wir das? Wollen wir gerne, dass andere die Verantwortung übernehmen? Ist das ein Wunsch vielleicht von den Menschen, nichts mehr zu machen selber? Ich gehe da gleich drauf ein. Ich gehe nochmal zurück auf den Wortschnipsel. Gerne. Und zwar, es gibt keine Bewusstseinserweiterung. Ja, das sage ich jetzt gerade zu mir. Es gibt keine Bewusstseinserweiterung, weil wir nicht die Macht haben, das Bewusstsein zu erweitern. Genauso wenig, wie wir die Macht haben, einen Wassertropfen dieser Erde zuzufügen. Okay. Ich kenne niemanden, der einen Wassertropfen dieser Erde hinzufügen kann. Kennst du einen? Ich würde jetzt mal meinen Physiklehrer vielleicht fragen. Ja, also irgendwie Flüssigkeit... Irgendwie ausdrücken. Ich weiß, was du meinst. Ja. Meine ich zusätzlich. Neu machen, einen neuen Wassertropfen machen. Ja, genauso wie die Anzahl der Atome sind schon vorhanden. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, also ich kann dir genau. Nur, ich weiß, was deswegen gibt es keine Bewusstseinserweiterung, weil wir schon alles da nicht erweitern. Ich kann, oder wir, oder die Menschen, je nachdem, der bereit ist, kann sagen, okay, wenn das ganze Bewusstsein ist, ne, naja, das sieht man nicht. Es ist einfach nur ein DIN A4-Blatt, sage ich mal. Dann... Wenn wir uns ein DIN A4-Blatt mit einem Karree vor, kariertes DIN A4-Blatt, dann bin ich in dem einen Bewusstseinsfeld, in der Regel, wenn du Glück hast, bist du sogar in zwei oder drei. Und die Bewusstseinserweiterung ist einfach zu sagen, ach, hier gibt es noch ein Karree, da gibt es noch ein Karree, da gibt es noch ein Karree. Ja. Das heißt, es werden nur neue Räume aufgemacht, nicht neue Räume, also in einem selbst ein neuer Raum, aber es gibt keine neuen Räume, weil das ganze Bewusstsein schon fertig ist. Und um auf deine Frage zu kommen, ja klar, der Geist ist einfach gestrickt. Das heißt, der nimmt den kürzesten Weg. Und der kürzeste Weg ist zu sagen, der ist schuld. Oder da liegt das Problem. Letztendlich bedeutet Bewusstseinserweiterung oder Bewusstseinstraining oder Reinschauen in die Emotion immer eine Arbeit, wo der Geist sagt, boah, bitte nicht. Nein. Wir haben überhaupt keine Zeit zu. Ne? Wir haben wichtigere Sachen zu tun. Ne? Und die Hürde dann zu überspringen, ja, weil
dann nämlich der Finger von da plötzlich nach hier zeigt und sagt, oh nee, nicht ich bitte. Ne? Und deswegen macht es das so schwer, weil die Leute sagen, boah, nicht ich. Ne? Und deswegen greift man auch gerne mal zur Flasche. Oder man kauft noch irgendwas, die neue Briefmarke im Internet, ne? Um einfach die Ablenkung zu haben von sich. So. Ja. Und deswegen mögen die Menschen auch so Stille. Ne? Stille ist total schön. Ne? Deswegen mögen viele Menschen auch keine Stille. Deswegen wird auch immer geplappert. Ja. Deswegen läuft das Radio, Fernseher. Ja. Deswegen, ah ja, weißt du, was ich gehört habe? Weil wenn hier Stille kommt, dann kommt nämlich plötzlich was hoch. Und zwar nicht die Gefühle kommen hoch, sondern die Emotionen kommen hoch. Deswegen ist es ja auch so, deswegen lieben Menschen ja auch irgendwelche Produkte, die irgendwas machen, damit sie nicht selber denken müssen, damit sie nicht selber sich bewegen müssen oder so weiter. Deswegen ist ja dieser sogenannte Transhumanismus auch, glaube ich, ziemlich einfach irgendwie, alles leichter zu machen. Wir nennen es gerne Optimierung. Ich sehe eine Gefahr eigentlich eher in dieser Optimierung. Wenn wir uns alles selber abnehmen, dann machen wir uns ja so irgendwie überflüssig als Mensch. Ne? Also endlich mal. Aber die Menschen denken, das wäre ein Fortschritt. Ne? So sehe ich das immer so. Obwohl es eigentlich nur ein technischer Fortschritt ist. Ne? Aber es bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir uns alles selber abnehmen. Ne? Nehmen die Pille oder wir greifen mal zum Skalpell. So, weil das ist natürlich einfach. Wenn ich jetzt einfach sage, okay, mir tut die Leber weh oder irgendein Organ, dann würde ich sagen, ja, Doc, kannst du mal das heilen machen. Ne? Ist auch niemandem Vorwurf zu machen, weil wir kennen es ja nicht anders. Ja. So, jetzt müsste ich aber gucken, okay, ich habe hier Herzproblem oder das, dann müsste ich gucken, was könnte das emotionale Muster sein. Ne? Ja. So, und dann müsste ich, dann geht der Finger wieder zu mir. Oh, ich habe ein Problem. Wie kriege ich das bereinigt? Ne? Wo liegt das Hauptproblem? Das Problem liegt ja nie im Hier und Jetzt. Das Problem liegt immer in einem traumatisierten Kind, was das einfach mitschleppt und dann irgendwann körperlich oder psychisch und dann körperlich zum Ausdruck kommt. So, und wenn ich dann natürlich sage, okay, schneid mir das mal raus und glaub, das ist die Hilfe, dann komme ich ja nie an die wahre Ursache dran. Ja. Ja. So, aber dann wären wir auch wieder bei der Selbstverantwortung, denn hier müsste ich sagen, okay, hier tut's weh, was kann ich tun? Was habe ich mir selbst aufgeladen, dass es hier weh tut? Ne? Ja. So, die Selbstverantwortung, ja, dafür braucht man wieder Energie und Gedanken und der Finger zeigt hier und nicht dahin. Und wir sind scheinbar immer gelernt, sozusagen, okay, wo ist das Problem? In der Sandkiste fing schon an. Sagt, oh, Mama, der hat meine Burg kaputt gemacht. Und dann kommt die Mama und sagt, hey, du hast die Burg kaputt gemacht. Also eine Konfliktbewältigung ist da vielleicht auch noch ein Thema. Wie habe ich gelernt, im Kindheitsalter mit Konflikten umzugehen? Habe ich überhaupt eine Chance gehabt, einen Konflikt außerhalb der Schuldfrage zu lösen? Also entweder bist du oder du schuld. Oder man sagt, na gut, ihr seid wieder lieb zueinander, einigt euch, ihr habt den Eis. So, aber ich konnte ja den Konflikt, den ich habe, mit dem Eis nicht lösen. Klar, die Tränen vielleicht erstmal kurz weg, aber der Konflikt ist ja nicht gelöst worden. So, wenn wir hier eine vernünftige, Klammer auf, Klammer zu, Konflikt Bewältigung hätten in der Kindheit, dann würde es heute wahrscheinlich auch ganz anders aussehen. Also müssen wir schauen, wo ist heute der Konflikt zu lösen. Klar, im Hier und Jetzt, aber ich muss dann wieder in das Urtrauma rangehen. Das ist ein Prozess und der ist, bei einigen geht das so, weil dann die Timeline schon so weit ist, bei anderen nicht. Also die anderen sagen, ist noch nicht dran bei mir. So, und dann, ich nehme meist nur Menschen an, die wollen. Ja. Also deswegen geht es ja auch einfacher, Klammer auf, Klammer zu, weil da ist jemand, der sagt, Alexander, ich glaube, ich brauche mal einen Termin bei dir. So, und dann gibt es ein Vorgespräch und dann spüre ich auch rein und sage, okay, mache ich oder mache ich nicht? Dann kann es auch sein, dass ich sage, nee, mache ich nicht. Ich bin nicht der Friseur. Dann gehe zum Diplompsychologen und erzähle da 33 mal deine Geschichte. Ja, also man muss schon sich, also veränderungsoffen sein sozusagen. Ne? Veränderungsoffen, das hört sich gut an. Ja, es ja, ich kann keinen Acker mit Samen besehen, wo der nicht vorbereitet ist. Also ich kann da nicht den Samen auf den Felsen tun. Also muss da schon
etwas Humus sein, dass ich dann auch meine Zeit und Energie hineinstecke und sage, okay, ja, passt, klar, machen wir. Ja. Boah, jetzt haben wir ja ganz schön viel schon abgehandelt hier und besprochen. Ich glaube, das kam jetzt auf der einen Seite für manche rüber, oh, das ist ja eine Riesenhürde. Und für manche kam es aber, glaube ich, auch rüber, dass es auch einfach sein kann, bewusst Veränderungen herbeizuführen. Das ist auch immer individuell, ne? Es gibt da kein Rezept, es gibt da keine Allheilwundermittel, sondern im Prinzip geht es darum, zu schauen, worum geht es wirklich, worum ging es vielleicht wirklich, was hat es entschieden. Kann das jeder Mensch machen? Du hast eben gesagt, du nimmst nicht jeden an, ist klar. Also bedeutet das, es ist begrenzt oder kann wirklich jeder bewusst eine Veränderung, wenn er an den Triggerpoint kommt, verändern? Was glaubst du? Also die Möglichkeit ist immer da. Okay. Also der Raum ist immer offen. Die Möglichkeit für Weltfrieden ist immer da, jeden Moment, also in mir oder da draußen. Also die Möglichkeit muss man auch offen lassen. Also auch hin. Ich sage zwar, okay, das muss einfach nochmal jetzt durch diesen letzten Prozess durch, den wir wahrscheinlich als Welt gehen, und der kann möglicherweise auch noch 50 oder 100 Jahre dauern oder 1000. Aber die Möglichkeit, dass es auch anders sein könnte, die sollte immer als Bereitschaft auch da sein. Also damit ich nicht, sage ich mal, das so festnagel, sondern sage, okay, kann aber auch anders sein. Ja, kann auch anders sein. Und ich glaube, dass das Leben hier auf Planet Erde ein Dauer-Coaching-Prozess ist. Mhm. Ja, also weil es immer Coaching-Angebote gibt, egal ob ich beim Einkaufen bin, auf der Arbeit, mit Menschen unterwegs bin, es ist immer irgendwo ein Coaching-Angebot, egal ob dann Hund auf die Wiese kackt, sage ich mal, und ich schrie mich drüber auf, es ist immer ein Coaching-Angebot, wie gehe ich damit um? Und deswegen wird es auch Zeit des Lebens so sein. Für den einen schwieriger, weil er in der Anfangsphase ist, so, ja, aber der hat doch dahin gemacht. Und in dem anderen ist es im Mittelfeld, der sagt, naja, und der andere sagt, okay, klar, ich habe das aus einer übergeordneten Gesicht gesehen, mal gucken, was das mit mir zu tun hat und wie ich hier das umändere. Also es ist immer ein Coaching-Angebot, was wir haben. Und das, was wir uns gönnen können, ist, auch dieses in Frieden sein. Und in Frieden sein ist auch ein Coaching-Angebot vom Fernseher, ZDF, ARD bis Kika, bis was begegne ich dem da? Also wenn ich dann aber die Entscheidung habe, sage, okay, jetzt bin ich so weit schon vorangeschritten, ich bin und bleibe im Frieden, ja, egal was mir begegnet, dann komme ich auch aus der Nummer raus, immer die Dinge zu hinterfragen. Ja, wofür war das jetzt gut? Und was glaubst du? Klar, in diesem Prozess bin ich auch oftmals drin. Mhm. Ja, wofür war das gut? Was glaubst du? Wer spricht da? Bla, 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 bla. Aber davon dürfen wir uns dann auch irgendwann verabschieden und einfach das Leben so nehmen, wie es kommt. Das ist ein wunderbares Schlusswort mit dem Frieden. Das nehmen wir auch als Schlusswort. Wir werden Kontaktdaten von der Internetseite unter dem Video platzieren. Vielleicht hat der ein oder andere ja eine spezielle Frage noch, der das Video gesehen hat. Mein lieber Alexander, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr schöne, ja, und auch tiefe, ja, Gespräch. Ja, darf ich noch was hinten dran fügen? Sehr gerne. Und zwar bei den Kontaktdaten, also Telefon und E-Mail wird schon passen, aber ich baue gerade so alles um. Alles Alte, was ich angefasst habe, wird sozusagen auf das eine eingedampft, und das ist noch nicht ganz online. Ja, da bitte ich einfach um ein paar Tage Geduld noch oder bis zum 1. März, wo dann auch noch tiefergehende Informationen drauf sind. Hey, ich sage vielen Dank, lieber Jens, für das wundervolle Beisammensein hier und diesen Austausch. Tschüss. Tschüss.